Guten Morgen. Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Haarausfall. Es gibt eine Einführung, die möchte ich vorlesen und danach geht es um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Haarausfall. Haare und Frisur prägen in hohem Maße unser äußeres Erscheinungsbild. Wenn die Haare ausfallen, kann sich dadurch also das Aussehen erheblich verändern, mit entsprechend entscheidenden Folgen für das Selbstwertgefühl. Allerdings ist ein geringer täglicher Verlust an Haaren kein Grund zur Besorgnis, denn die Kopfhaut bildet ständig neue Haare und stößt alte ab. So bleiben normalerweise pro Tag etwa 100 Haare in Bürste oder Kamm hängen. Ob sich das optisch bemerkbar macht, hängt unter anderem davon ab, wie dicht der Haarwuchs von Natur aus ist. Bei vollem Haar fällt auch ein Verlust von mehr als 100 Haaren täglich nicht sonderlich auf, während er bei sehr schütterem Haar schon klar erkennbar ist. Bei vollem Haar fällt auch ein Verlust von mehr als 100 Haaren täglich nicht sonderlich auf, während er bei sehr schütterem Haar schon klar erkennbar ist. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Einige Mittel sind rezeptfrei erhältlich. Sie bleiben aber in ihrer Wirkung meist hinter den Erwartungen zurück und wirken, wenn überhaupt, oft nur solange das Präparat angewandt wird. Für die Wirkung von Spezialshampoos mit Kreatin oder Koffein gibt es keine hinreichenden wissenschaftlichen Belege. Das haut auf. Viel Milch im Kaffee. Wann zum Arzt? Wenn der Haarausfall wochenlang unvermindert anhält, wobei mehr als 100 Haare pro Tag verloren gehen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Fallen die Haare büschelweise aus und lassen rund abgegrenzte kahle Stellen zurück, spricht man vom kreisrunden Haarausfall. Diesen sollten Sie immer ärztlich abklären und behandeln lassen. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Die rezeptpflichtigen Wirkstoffe gegen Haarausfall können den Haarverlust verlangsamen. Doch auch nach Absetzen dieser setzt der Haarausfall, zumeist ungebremst wieder ein. Komischer Nebensatz, aber egal. Zudem sind die Langzeitfolgen einer Dauerbehandlung von jungen und gesunden Männern mit dem Mittel noch nicht ausreichend erforscht. Eine aktuelle Studie findet inzwischen Hinweise darauf, dass das Risiko für Impotenz auch bei längerer Einnahme von Finasterid in niedriger Dosierung erhöht ist. Diese Nebenwirkung kann in Einzelfällen auch noch Jahre nach dem Absetzen des Medikaments anhalten. Für das rezeptpflichtige Mittel gegen Haarausfall bei Frauen mangelt es an Nutzennachweisen. Was kann ich selbst tun? Wer etwas gegen seine Lücken unternehmen will, sollte zunächst die Ursache aufspüren. Den Auslöser kann neben anlagebedingtem Haarausfall auch Krankheiten Denn Auslöser können neben anlagebedingtem Haarausfall auch Krankheiten, Medikamente, Mangelernährung, Hormonschwankungen während der Wechseljahre oder mitunter auch Stress sein. Das Rauchen scheint sich ebenso ungünstig auf die Haarfülle auszuwirken. Eine geschickt geschnittene Frisur, ein Haarteil, eine gut gemachte Perücke können den Haarverlust kaschieren oder kahle Stellen verdecken. Es geht morgen weiter mit die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Tschüss.